lamentos, danos esperanza. Sensen in us, sensen in us, sensen in us, sensen in us. Herrinnen, versammeln wir uns hier aus Nationen, Gemeinschaften und Kirchen von großer Vielfalt und mit vielen Widersprüchen. Es war für mich sehr bewegend, da stellvertretend zu stehen. Als Schweizer ist man da in einer Aussenseiterposition. Und gleichzeitig ja, das umgesetzt sehen, die Klage, die Trauer in dem Tanz. Gott des Lebens, wir bitten dich, schenke uns Durchhaltevermögen in unseren Bemühungen, Europa zu einem besseren Ort für alle zu machen. Die Schweizer Kirchen sollten sicherlich die schweizerische Regierung dazu ermutigen, ihre Initiativen für Peace, für Frieden und Versöhnung zu verstärken. Wie sich auch im Falle von Korea Nord und Süd gezeigt hat, die Schweiz hat die Möglichkeit. I just want to say, first and foremost, peace is a gift from God. Each one of us can be a peace builder and a peacemaker, but it is more joyous and peaceable if all of us do it. Es war ein Erfolg. Auch wenn wir eines der Ziele nicht erreicht haben, wir nicht dürfen nach Pyongyang gehen. What do you think is meant by blessed are the peacemakers? That's your secret question. I think Jesus in his wisdom really knew that peacemaking meant speaking the truth to power. Peacemaking meant sometimes keeping your emotions in check in order to speak the truth. Peacemaking meant when everyone else is picking up arms, you are choosing to use the right word and you're choosing nonviolence. Ist ganz wichtig, was der Koreaner gesagt hat. Also Frieden finden ist eigentlich aus unsere Gewohnheiten, aus unserer Gemütlichkeit rausgeben, um unterwegs miteinander zu machen. Das heisst, Frieden, so wie wir es meinen, das ist vielleicht etwas, was wir gemeinsam müssen überkommen und nicht unbedingt meinen, wir können die bauen. Wir haben gemerkt, dass Gerechtigkeit und Frieden die drängenden Themen sind. Und jetzt versucht man hier in Busan in Korea das runterzubrechen und sagen, was heißt das denn? Was heißt das für die Kirchengemeinde? Wo spürt sie etwas von diesem weltweiten Geist, dass sich andere Christen auch um Frieden bemühen und um Gerechtigkeit? Der Ökumenische Rat steht für das Bemühen, die weltweite Christenheit zu einen und gegenseitig voneinander zu lernen. Von Korea aus, unsere Flexibilität oder Spontanität. Von der Schweiz aus müssen wir mehr Planmäßigkeit lernen. Und wenn wir mittendrin uns treffen werden, könnten wir daraus eine schöne Harmonie machen. Am wichtigsten ist ganz sicher, dass man viele Leute begegnet und in Gesprächen sich wiederfindet, weil man sich schon kennt, weil man sich schon gesehen hat. Oder auch ganz neue Leute kennen von anderen Ländern und etwas kann
austauschen von dem, was uns wichtig ist im Glauben, im kirchlichen Leben und überhaupt im menschlichen Leben. Ja, wir haben schon vor ein paar Wochen eine Anfrage bekommen von Genf, vom Ökumenischen Rat, ob wir nicht am Ende von der Unity Plenary, also von der Versammlung über die Einheit von Christen, könnte Ubi Caritas singen. By this, everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another. Sondern dass die Gemeinschaft unter den Christen offen ist und es ermöglicht, auch den anderen im Frieden zu leben und als Versöhnte miteinander zu leben. Ich denke, im Bereich Mission, interreligiösem Dialog, sind wir einen grossen Schritt weiter. Es ist vieles ausgesprochen worden und der ÖRK hat dort klar seine Stellung neu gestaltet und markiert. Dann habe ich auch gesehen, die verschiedenen Leute haben eigentlich ein Ziel und das hat mich sehr schön gedacht. Trotzdem weitermachen, auch wenn man merkt, dass man zum Teil wirklich von völlig anderen Sachen redet, wenn man Einheit sagt oder wenn man Frieden sagt oder Gerechtigkeit. Ja, trotzdem miteinander im Gespräch bleiben. Seine Sprache, und gleich die kommen, sind Christen, die engagiert sind, sie interessiert am Dialog, sie wollen etwas bewegen. Man hat auch ganz klar Probleme anerkannt. Für Bible Study Groups, die 5 Texte, die wir gelesen haben, die sind für mich reich und bunt und farbig erschlossen worden in diesen Gesprächen mit Statements von der Pazifikinsel, mit Statements von Südafrika, mit Statements von England. Ein Reichtum, den ich selber nie hat hergebracht. Es ist mir gegangen und übrigens vielen anderen auch, speziell auch Menschen aus Afrika. Wie ist denn das hier in dieser Umgebung voller Wolkenkratzer, voller Wirtschaftswachstum, und auch mit vollen Kirchen, wachsenden Kirchen, über Armut und die Umweltzerstörung nachzudenken, über den Glauben nachzudenken. I think the Swiss churches, you have to do more in, you know, advocating for good practices by companies like Glencore. Right now, if I can give an example of what is happening in Zambia, where Glencore is mining, is that there is no social responsibility in terms of taking care of the people that the communities that are living within the environment where Glencore is working. Ich habe mitgenommen sehr viel Motivation, gerade weil ich auch Jugendliche oder andere junge Erwachsene kennengelernt habe, die sich sehr für Dokumente einsetzen, wo das auch wichtig ist. Und ich denke, es ist auch gut, dass das die gesamte Versammlung sieht, dass auch junge Leute sich an dem ökumenischen Dialog beteiligen wollen und dass das eben nicht nur ein Dialog bleibt, sondern dass es dann auch in Praxis umgesetzt wird. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll, was die Zukunft angeht. Der Kirchenbund ist seit Anfang an ein engagierter Partner des Ökumenischen Rats. Das ist die Möglichkeit für uns Schweizerinnen und Schweizer, weltweit Kirche zu sein, von Leuten zu hören, in anderen Teilen der Welt, was sie beschäftigen und wie sie ihr Kirchensein leben. Vamos, vamos, nos vamos juntando, las mesas partidas, mejor compartidas, comamos, vamos, nos vamos juntando.